Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Verserie. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Wie angekündigt, heute am Dienstag wollen wir mal ein paar Dinge speziell auf den Grund gehen, mal etwas in die Tiefe einsteigen. Warum haben wir das gewählt? Sie kennen beide schon, die waren beide in meiner Sendung, und in den Vorgesprächen kriege ich natürlich immer viel mit, wie viele Menschen es anrufen, was die Menschen so für Problematiken haben. Im Moment ist so eine Zeit, viele haben gelacht, als am 21. Dezember 2012 es nicht Klick gemacht hat und irgendwas war anders. Aber die Menschen merken immer mehr, dass sich doch irgendwas verändert, nur sie können es schwer fassen. Und dass wir es ein bisschen besser fassen können, habe ich mir diese beiden noch einmal eingeladen zu mir ins Studio. Herzlich willkommen, Alexa Hobler-Rieder und Martin Zoller. So, jetzt sitzen wir hier und haben natürlich im Vorfeld, als wir unseren Spot gedreht haben, haben wir natürlich ein paar Dinge uns ausgesucht, die waren nicht zufällig ausgewählt, sondern das ist das, was viele Menschen im Moment beschäftigt. Einmal, wo kommen wir her und wer sind wir? Wenn ich jetzt dich fragen würde, kommen wir einfach so auf den Planeten, Martin, und krabbeln irgendwo dann auf die Welt, leben dann vielleicht 60 bis 100 Jahre, wenn es glücklich ist, noch ein paar Tage länger, und that's it. Norbert, schön, dass ich wieder bei dir sein darf, danke. Nein, ist es natürlich nicht. Ich kann das auch ganz klar aus über 20-jähriger Erfahrung als medialer Berater sagen und dazu stehen, weil ich sehe, wenn ich mit Menschen arbeite, immer wieder zum Beispiel, ich arbeite über die Aura, dann sehe ich sehr oft hinter meinem Kunden die Aura zum Beispiel eines Kindes, das noch nicht geboren ist. Das heißt ganz klar, dass die Seele bereits existiert, bevor der Mensch inkarniert ist. Dasselbe passiert natürlich auch mit Seelen, die ich wahrnehmen kann von Verstorbenen, das sogenannte Geister, die auch noch um uns sind und uns beschützen, begleiten, je nachdem. Das heißt, auch hier zeigt sich wieder, dass auch nach dem Tod die Seele noch existiert. Also wir existieren vor der Geburt, wir existieren nach dem Tod. Das zeigt, dass wir vorhanden sind, das zeigt auch, dass eine Individualität besteht, unabhängig von der physischen Dimension. Wir machen auch Erfahrungen in, ich nenne das Zeit- und Raumverschobenen Dimensionen. Wir lernen in diesen Ebenen, bringen dieses Wissen dann hierhin und setzen es um in Form von Talenten und Begabungen. Also es fängt sicher nicht mit der Geburt an und es hört hundertprozentig auch nicht mit dem Tod auf. Das ganze Thema Reinkarnation ist ja so eins, was, wenn man jetzt in die klassischen westeuropäischen Glaubensrichtungen hineingeht, wurde das ja lange komplett bestritten, also dass das alles Hokuspokus sein soll. Und jetzt gibt es aber so irre Geschichten, dass sich Leute plötzlich an Leben und an Zusammenhänge erinnern, die vorher überhaupt nicht da waren. Warum ist das in unserer Zeit plötzlich so? Warum sind so viele Menschen plötzlich, ich sag mal, außerhalb sich selbst? Sie sind unruhig, sie sind unsicher und so. Auf was ist das zurückzuführen? Hat das was mit ihrem früheren Leben zu tun? Bestimmt auch, wobei auch wenn man zum Beispiel in der Bibel, in der alten ursprünglichen Bibel zurückgeht, findet man auch dort Aussagen von vergangenen Leben. Das heißt, es war auch in christlichen und urchristlichen Kulturen ein Thema, wurde dann aber verdrängt, wurde dann vergessen wieder. Und weil es nicht nur eine Philosophie ist, sondern eine Wirklichkeit, eine Realität, die jeder von uns in sich spürt, wird es früher oder später immer ein Thema werden. Jetzt ist es auch so, dass wir in einer Epoche leben, in der wir freier sind, in der wir auch dank dem Internet, dem Fernsehen Möglichkeiten haben, gesellschaftlich, philosophisch, religiöse Barrieren und Mauern zu durchbrechen und Freidenker, freiheitlicher zu werden mit unseren Ansichten, mit unseren Ideen und Vorstellungen, auch mit Meditationen, Gebeten, die wir machen, die uns dann plötzlich zeigen, da ist mehr als das, was wir in der Schule und im Religionsunterricht gelernt haben. Und dann spüren wir halt plötzlich auch solche Wahrnehmungen, wie zum Beispiel Bildern von vergangenen Leben, oder wir haben intuitive
Visionen, die uns auch zeigen, dass etwas mehr vorhanden ist als nur das, was wir anfassen können und in der Schule als Wissenschaft oder strukturierte Glaubensrichtung unterrichtet, zum Mitnehmen erhalten. Ja, genau. Ja, ja. Und zusätzlich sind wir in einer Zeit, die im Umbruch ist. Du hast es am Anfang erwähnt. Das hat nicht nur damit zu tun, dass es 2012 war, sondern das ist, geht weiter. Das heißt, es hat schon lange vor 2012 angefangen. Man sagt, 2004 waren schon starke Veränderungen. Aber das wird sich auch noch die nächsten 30, 40 Jahre weiterentwickeln. Also ich bin überzeugt, unsere Generation wird den Abschluss dieser Veränderung nicht mehr erleben. Das sind dann vielleicht unsere Kinder oder Großkinder, die zurückblicken können und sagen, doch, da ist etwas passiert in der menschlichen Entwicklung. Jetzt kommen ja zu euch beiden, ich komme mal da zu dir, Alexa, kommen ja immer wieder Menschen, die plötzlich irgendeine Veränderung in sich spüren oder die sich zerrissen fühlen, die all diese Dinge, die jetzt im Moment ihr Leben anfangen zu betreffen, nicht verarbeiten können oder nicht glauben wollen. Oder wie kannst du ihnen helfen? Wie kannst du jetzt dem Menschen, der jetzt kommt und sagt, ach, ich weiß irgendwie gar nicht und plötzlich meine Beziehung stimmt immer so und im Geschäft und dies und das. Jetzt gibt es doch immer wieder diese gleichen Situationen, die alle Menschen betreffen, wenn plötzlich alles das, was bisher gelebt war, nicht mehr stimmt. Was kannst du für die tun? Also der Punkt ist, ich kann für die Leute selber nichts tun. Die Leute selber müssen etwas tun, sonst passiert gar nichts. Was ich tun kann, ist einen, der zu mir kommt, der ist bereits in einem, sage ich mal, Semi-Wachzustand. Das ist jemand, der begreift, deshalb tut es ihm weh, deshalb stört es ihn, deshalb ist er unruhig und rebelliert innerlich oder auch, da muss man festhalten, Rebellion ist nicht immer laut und stark, die kann auch sehr leise und bis hin zur Depression gehen. Das sind Leute, die halbwach sind und merken, irgendwas stimmt nicht mehr. Und die suchen halt die Antworten in solchen Ecken, wo sie sich zuletzt hintrauen. Weil die gesamte Wahrheit von diesem Level, von diesem Spektrum Erde, wie man es nennen kann, ist wie gelähmt. Und die Lähmung, die produzieren wir selber durch das Leben der Nichtwahrheit. Und durch diesen Zustand, das ist sehr, sehr anstrengend für jede Seele, für jeden Geist, das ist keine freie Energie. Und irgendwo, das ist wie ein Glas Wasser, irgendwo ist oben der Rand voll und dann läuft es über. Und alles, was ich tun kann, ist jemandem zeigen, wer er ist und was er ist und was er denn damit tut. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist seine Aufgabe. Ich kann höchstens einen Rat geben und that's it. Aber die Unruhe ist nötig und auch wichtig, weil sonst würde die Bewegung nicht kommen. Denn schon nur ein Gedanke ist eine Bewegung. Und alles, was aber zum Stillstand hinführt, und das ist die Zeit, wie sie jetzt ist auf dieser Erde, alles führt zum Stillstand hin. Und das ist eine Bewegung, die ins Stocken kommt und da werden alle wach. In diesem ganzen Aufwachen und Erwachen. Jetzt gibt es ja da auch genau das Gegenteil. Also ich stelle immer wieder fest, dass sich das wie stärker polarisiert. Die Menschen, die das ganz vehement alles verneinen und sagen, wah, wah, Hokus Pokus, und es hat es früher nicht gegeben, das braucht es heute auch nicht, obwohl es nicht stimmt. Also ich habe mich da ein bisschen belesen. Es gab auch schon immer seherische Menschen im Mittelalter, überall. Also ne, war eine komplette Geschichte, die schon über unser ganzes Leben geht, seit wir irgendwas niederschreiben. Wie viele, die zu dir kommen, können das annehmen? Und kommen auch Menschen zu dir, die das zwar hören, aber dann rausgehen und sagen, oh, das kann gar nicht sein. Oder die es vielleicht gar nicht wahrhaben wollen. Gibt es das auch? Ja, das gibt es selbstverständlich. Das geht zum Beispiel so weit hin, dass ich auch schon jemanden mal wieder hinaus komplimentieren musste, weil der Kampf innerlich der Person so stark ist, dass sie in dem Moment nicht aufnahmefähig ist, sehr wohl um die Wahrheit weiß. Und deshalb ja zum Ausbruch gerät,
Aber da ist ein Ruhestand nötig, also dass jemand das Gefühl, das er eben spürt, also die Wahrheit, die er spürt und keine Worte mehr für findet, dass er das zuerst mal sortieren kann. Und das kann er, indem ich ihn abweise. Das heißt, ich schließe ihn nicht aus, aber in dem Moment weise ich die Person ab. Also ist es nicht generell so, dass jeder, der da zu dir kommt und eine Beratung, sagst du ja, eine ja. Beratung wünscht, dass du das machst, wenn du das, wie ist es bei dir, hast du da das Gefühl, spürst du das, sagst du dann, nee, sie haben heute das falsche Parfum dran oder wie merkst du das, wie kann ich mir das vorstellen? Das merkt man, also zum Beispiel, ich merke das in dem, dass sich jemand im Kreis rumdreht. Das ist etwas, was ich nicht mitmache. Also wenn jemand sich gerne im Kreis rumdreht, bitte sehr, aber einfach ohne mich. Alles, was ich immer zeigen kann, ist die Wahrheit. Und ich kann jemandem zeigen, wer er ist und in welche Richtung das er mal loslegen kann. Aber der Motor ist er selber und der Wille entscheidet. Das heißt, ich greife niemals in einen freien Willen hinein. Wenn mir jemand durch eben nicht zuhören signalisiert, ich bin nicht bereit. Also viel wird mir auch die Frage gestellt, darf ich das auf Band aufnehmen? Und das möchte ich nicht, weil die Leute wollen das auf Band aufnehmen, weil sie sich gewohnt sind, nicht mehr hinzuhören. Und hinhören heißt erstens mal hinfühlen, weil du hörst nichts, wenn du nichts spürst. Also das heißt, dein Interesse wird über die Seele geweckt und wenn die nicht wach ist, dann werde ich nicht reden, weil ich habe gerne Fortschritt und orientiere mich danach. Aus dem Wissen heraus, dass die Bewegung der Schlüssel zu allem ist. Und alles, was in den Stillstand zwingt, aktiv oder passiv, ist schlichtweg das Ende. Und das ist genau das, was mit dieser Welt passiert. Ob das durch Gier passiert oder durch Blindheit, wie auch immer. Es ist schlussendlich, kann man es alles zurücknehmen und unter die Lupe nehmen und alles, was Stillstand bedeutet, bringt diese großen Tragödien, Umbrüche und schmerzlichen Sachen. Und alles, was in Bewegung ist, macht vielleicht am Anfang weh, aber läuft dann ganz gut. Du hast eben was gesagt, dass die Menschen, Martin, die zu dir kommen, dass du oft in deren Aura Dinge siehst, die Vergangenheit betreffen, die Zukunft betreffen. Und wenn dieser Zustand, den die Alexa eben beschrieben hat, wenn Menschen überhaupt nicht mit sich selbst klar sind, sagen, also ich sag mal, sie wissen nicht, was sie wollen, und dann zu dir kommen, wie gehst du mit denen um? Normalerweise ist es so, dass wenn jemand zu mir kommt, dann ist er schon hat er schon mehrere Schritte zu sich gemacht, weil sonst wäre er für diese Themen gar nicht offen. Und in meiner Erfahrung ist es so, und das finde ich sehr schön, zum Beispiel, wir sprechen von diesen Veränderungen auch, dass es der Anteil von Männern zum Beispiel in Sitzungen, der nimmt zu. Ganz einfach deswegen, weil Männer in unserer Zeit viel, viel offener für ihre eigene Sensitivität oder Intuition sind als früher. Das heißt, das zeigt auch, dass ein starker Umbruch ist, in dem nicht nur Hausfrauen sich für mediale Sitzungen interessieren, sondern ebenso Geschäftsmänner, Akademiker etc. Und wie schon gesagt, um auf deine Frage zurückzugehen, durch das, dass ich nicht auf Menschen zugehe, sondern Menschen zu mir kommen, weil sie eine Sitzung möchten, weil sie interessiert sind, über sich selber etwas zu erfahren, sind das immer Menschen, die schon eine gewisse Vorkenntnis haben. Und es ist auch so, ich bin nicht so einfach erreichbar. Das heißt, man kann mich zum Beispiel nicht über ein Telefon finden, man kann mich nur übers Internet finden. Dann gibt es die Sitzungen nur über Skype. Und das sind schon Schritte, die keiner macht, der nicht überzeugt ist, dass er etwas an sich arbeiten möchte und der weiß, um was es geht. Weil für einen, der einfach irgendwie ein bisschen mal schauen will oder auch nicht sicher ist, was ich mache, für den ist das zu aufwendig. Und das ist auch absichtlich ein bisschen einer der Gründe, wieso ich mich ein bisschen zurückgezogen habe im Sinne von Erreichbarkeit, dass man auch einen gewissen Aufwand machen muss, um mich zu finden,
damit jene, die kommen, auch wissen, oder weil ich will, dass diejenigen, die nicht wirklich offen und interessiert sind, erst gar nicht zu mir kommen, weil ich habe auch gelernt, dass das Zeitverschwendung ist für beide. Und dann konzentriere ich mich lieber auf jene, die hundertprozentig für das interessiert und offen sind und die auch 150% die Bereitschaft haben, etwas an sich zu ändern. Jetzt habt ihr ja beide schon sag ich mal, du eine sehr große internationale, du eine etwas kleinere internationale, aber beide auch schon im Ausland Menschen beraten oder die euch konsultiert haben. Was würdet ihr denn sagen, so an euch beide gefragt, wie ist es, dieser Anteil der Menschen, die anfangen, klack, klack, klack in ihrem Kopf zu machen, da stimmt was nicht. Ist der in der Schweiz oder in Deutschland oder in Frankreich oder bei dir sogar hier in Südamerika? Merken wir Unterschiede? Ja, also ich bin ja nur wenig in der Schweiz. Ich bin die meiste Zeit in Südamerika und teilweise auch im Mittleren Osten. Und ja, ich merke ganz klar einen Unterschied. Mitteleuropa ist sehr, ich möchte sagen, rückständig, was Offenheit zur Spiritualität angeht. Und in meinem letzten Buch, das ich herausgegeben habe, Die Kraft der Seelensprache, habe ich Mitteleuropa sogar in Bezug auf Offenheit für Spiritualität mit einer Taliban-Mentalität verglichen. Also wirklich ein extremistisch-fanatisches, schon fast Gesellschaftsbild, verschlossen und engstirnig und rationell, wird ja hier als Entwicklung angesehen, als Vorteil, als zivilisiert. Aber wenn man es mal ein bisschen kollektiver und globaler betrachtet, wie gesagt, dann sehe ich das nicht als Vorteil und auch nicht als Entwicklung, sondern, wie schon gesagt, als etwas, ich bezeichne es als rückständig und als Fanatismus. Ja, das natürlich, da wo du gerade genannt hast, einen Vorteil, die hatten die Inquisition. Also. Genau, auch das habe ich in meinem Buch beschrieben. Wie ist es bei dir so, Alexa, dieses ganze Thema, wie ist deine Reflexion von Menschen, die aus dem Ausland auf dich zukommen und so, wie siehst du diese spirituelle Entwicklung in unserem Land, in der Schweiz, in dem europäischen Ausland? Also mir fällt auf, dass die Schweiz sehr langsam ist. Sie ist langsamer, aber vielleicht dann dafür umso genauer, also umso bodenständiger danach. Aber es geht doppelt so lange wie zum Beispiel bei Deutschland, Österreich oder noch umliegendere Länder. Das ist aber klar für mich zu erkennen, dass der Kern hier ist. Du denkst, dass eine große spirituelle Entwicklung von der Schweiz, Deutschland und Österreich ausgeht? Ja, genau. Ist das, man hat das ja schon ein paar Mal gehört. Ich habe auch schon ein paar Mal so Informationen bekommen. Da soll es um die sogenannten Dachstaaten gehen. Ich habe das vorher auch nicht gehört. D steht für Deutschland, A für Österreich, CH für die Schweiz. Dass sich die große Entwicklung aus diesen Staaten heraus tut. Ich meine, ich tendiere da fast in die Richtung vom Martin. Manchmal denke ich auch, da ist die Spiritualität noch eingeschlafen oder kommt erst im nächsten D-Zug vorbei. Vor allem, wenn du Dach sagst, dann sehe ich etwas, das zu ist, das hart ist. Ein Dach. Ja. Wobei auf der anderen Seite habe ich vor kurzem was gehört, was mich auch sehr fasziniert hat, dass in Südamerika viele buddhistische Klöster errichtet werden. Also es gibt auch die Aussage, dass die ganze Spiritualität, die in Himalaya-Route, Tibet, Nepal, die Gegend, dass die sich verschiebt und nach Südamerika geht. Kennst du das auch? Ja, und das ist für mich persönlich ganz einfach erklärbar, weil wir kommen ja aus einem, was ich den Leuten immer sage, das Schwarz-Weiß-Prinzip, Yin-Yang, ist das Schnellste, wie man es erklären kann. Und jetzt ist aber, nichts ist schwarz und nichts ist weiß und umgedreht. Und der Punkt ist, dann gibt es ein Plus und ein Minus. Das heißt, vielleicht sind wir das Minus und die dort drüben das Plus oder umgedreht. Für mich ist das so zu erklären, weil diesen Spann erkläre ich mir nur natürlich, weil das Prinzip, das wir sind und aus dem wir kommen, ist ausgleichend in jedem Falle. Und das heißt, es wäre ein bisschen töricht zu denken, dass alles auf einem Haufen passiert. Also die Vernetzung ist sowieso von jedem zu jedem und jeder in jedem. Aber dieses Plus-Minus erkläre ich mir eben so hier in Europa und die dort drüben. Das gehört zusammen, ganz klar.
Also das heißt, auch wenn es sich verschiebt, ich meine, vorher war es in Asien und auch nicht in Europa, dann gibt es ja diese ganzen Strömungen, die uns auch beeinflussen und viele schreien gegen andere Kulturen und sagen, Gottes Willen, und das wollen wir nicht und das wollen wir nicht. Ich kann mich erinnern, vor nicht allzu langer Zeit sollte der berühmte Jade-Buddha vor dem Kongresshaus, vor dem KKL in Luzern aufgestellt werden, gab es einen Riesenaufstand, Götzenbilder und sowas, obwohl, also wer ein Buddha als Götzenbild bezeichnet, hat auch irgendwas, der Schuss nicht gehört irgendwo. Und dann hat man ihn irgendwo, ich glaube, der Villa Maria wurde dann ausgestellt, unten hier Richtung Verkehrshaus runter. Ist das vielleicht das, was uns eigentlich bremst, diese Rückständigkeit und dieses krampfhafte Festhalten an diesen alten Dingen? Und ist es das, was auch die Menschen zerreißt? Und teilweise, wir wissen ja, jede Krankheit hat einen geistig-seelischen Ursprung. Wie siehst du das, Martin? Die Seele erfindet sich in jedem Moment. Die Seele erfindet sich in jedem Moment immer wieder, sucht immer wieder eine neue Entwicklung und ein neuer Schritt. Man kann das ein bisschen mit der Natur vergleichen. Es gibt die in unserem Breitengarten hier in Europa die vier Jahreszeiten. Die Pflanze oder der Baum im Herbst lässt seine Blätter fallen, im Winter schläft er, im Frühling wächst es wieder, im Sommer blüht es. Und die Pflanze, der Baum, wandert mit der Zeit und seiner Umgebung. Und wir Menschen versuchen dann oft verkrampft in einer Jahreszeit zu bleiben. Zum Beispiel vergleichbar mit einem Baum, der im Sommer unbedingt im Sommer bleiben will und sich dagegen sträubt, die Blätter fallen zu lassen, wenn der Herbst kommt. Wir machen uns das Leben selber schwer. Wir blockieren unsere Entwicklung. Und ich sage immer, dass wenn man wirklich leben will und wenn man sich wirklich entwickeln will, muss man jeden Tag wieder mit einem neuen Anfang beginnen. Und zwar bewusst, dass man sich sagt, heute ist ein neuer Tag, indem man auch immer wieder neue Chancen hat. Aber diese neuen Chancen, die sind nur gegeben, wenn man offen ist für das, was einem das Universum bietet. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn jemand bereits im Flusse ist, in Verbindung mit seinem höheren Selbst, dann passt er sich diesen Veränderungen, diesen zyklischen Weiterentwicklungen an. Und dann geht das Ganze relativ schmerzlos, weil dann ist der Fluss bereits am Fließen, am Ablaufen. Genau. Und wenn halt jemand noch verkrampft ist oder noch in der alten, ich nenne es nicht natürlichen Struktur, nicht seelischen Struktur, sondern in der Konformität der Angst lebt, die uns indoktriniert wird, dann kann es natürlich schmerzhaft sein, wenn man spürt, dass es um Veränderungen geht. Und auch dann ist aber meine Erfahrung wie bei dir auch, dann kann es halt schmerzhaft sein, wenn man eine Veränderung angehen muss, aber nach dem schmerzhaften Prozess kommt immer auch das Licht und die Weiterentwicklung und die Freude und das Schöne im Leben. Jetzt haben wir ja in so einem normalen gesellschaftlichen Gefüge uns zwei, ich sag immer, Gruppen von Menschen geschaffen in unserer Berufswelt. Das eine sind die Unternehmer und das andere sind die Arbeitnehmer. Ich finde, das ist zwar falsch rum gesagt, aber ein anderes Thema. Also Chefs in Unternehmen und Mitarbeiter, sage ich jetzt mal. Jetzt ist da ja die große Problematik. Der eine oder andere Mitarbeiter hat seine Spiritualität entdeckt, aber der Chef nicht. Großes Problem, was ich immer wieder in E-Mails erfahre. Jetzt appelliere ich mal an die Chefs dieser Welt und besonders die Chefs in den Schweizer Unternehmen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz vieles. Wenn jetzt so ein Unternehmer die Sendung sieht oder darüber erfährt oder so und sagt jetzt, naja, vielleicht kann ich da ja was erfahren, was passiert gerade mit den Menschen. Ich merke, die Problematiken in meinem Unternehmen gehen in eine ganz andere Richtung. Ich komme jetzt zu dir als Chef und sage, Mensch, Frau Hubler-Rieder, ich fühle mich ganz wohl, mit mir ist alles in Ordnung, aber in meinem Unternehmen merke ich, geht es nicht so, wie es gehen soll. Kannst du ihm auch helfen? Ja, selbstverständlich. Der Punkt ist, das habe ich erlebt, dass zum Beispiel eben gerade ein Chef spirituell hochentwickelt war und seine sämtlichen Mitarbeiter nicht fähig waren, auf ihn zu hören. War jetzt der Fall also andersrum, dass der Chef der war, der richtig Open Door hat. Genau, und dass der leider der tragische Auslöser war, weil er sehr viel jünger war als seine Angestellten
Und durch das wurde er schon mal niedergedrückt und dann noch, weil er sowieso weiter war, gerade noch mal eins drauf und der wurde total verkannt und richtig kaputt gemacht. Also systematisch zerstört. Was kann man in so einem Fall denn tun? Was sagst du dem? Suchen Sie sich einen anderen Job oder schmeißen Sie Ihre Mitarbeiter raus und tauschen Sie die aus? Oder was? Nein, da haben wir in dem speziellen Falle haben wir ganz offen die Wahl gelassen, dass man mich kontaktieren darf. Und wie gehabt, hat auch er begriffen, dass man nicht über einen freien Willen von einem Menschen entscheiden darf. Ja. Und es haben sich vielleicht 2 super gut entwickelt und das begleitet die jetzt ein Leben lang und man sieht auch die Schritte, die sie innerlich machen. Also ich spüre die auch von Weitem, wie super die sich trotz beruflicher Schwierigkeiten weiterentwickeln. Und der Rest ist halt, ja, wie sagt man, der lässt sich treiben. Also diese, was mich immer niederschmettert, ist diese Lähmung von den Leuten, weil sie spüren alle dasselbe. Und viele haben Angst, aus sich herauszukommen, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie haben keine Möglichkeit, sich an etwas anderes zu wenden, als an das, womit man sie zugeschüttet hat von Kind auf. Und deshalb bin ich, das ist ein sehr, sehr großes Anliegen von mir an die Leute, man muss jeden einschließen und ihn tun lassen, was er kann. Nicht, was er nicht kann. Das heißt, auch wenn jemand sich verbalisiert, dass man ihn fast nicht versteht, dass man ihm unterstellen würde, er ist negativ, das ist er vielleicht nicht, sondern er hat einfach eine sehr expressive Art und Weise, sich die alten Fetzen vom Leibe zu schmeißen. Das ist dann das Schmerzliche, was Martin auch erwähnt. Was los im Büro, ne, wenn Sie sich die Fetzen vom Leib schmeißen? Und das ist sehr wichtig, dass man jedem den Weg offen lässt zur Bildung, zum sich weiterentwickeln. Auch wenn er tut wie ganz verrückt, das ist mir ein Anliegen. Deshalb würde ich niemals jemandem ein Nein geben oder die Türe schließen. Also diese gesamte Entwicklung, und wir haben knapp noch eine Minute bis zur Werbepause, da gilt es, dass wenn der Chef sehr spirituell ist, dass man die Mitarbeiter anhebt und ihnen die Wege und die Türen öffnet, zumindest da mal reinzuschauen. Und aber das Unternehmen wird doch nur wachsen können, wenn alle am gleichen Strang ziehen. Und es, wie gesagt, so traurig das ist. Richtig. Man kann aber nicht eingefahrene Sachen, die vielleicht über 10 Jahre so gelaufen sind, von heute auf morgen ändern. Aber wichtig ist für mich immer nur und primär und nur das Jetzt. Das heißt, wenn man es gemerkt hat und in der Situation steht, ab da nichts mehr falsch machen. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, im Hier und Jetzt, das ist der einzige Weg, wo wir uns weiterentwickeln können. Und wir erkennen und werden auch nach unserer Pause noch mehr davon hören, wer wir sind. Vegetarisch essen heißt gesund genießen. Liebevoll zubereitete Speisen aus hochwertigen Bioprodukten erwarten Sie. Kommen Sie zu unserem letzten vegetarisch-veganen Brunch vor der Sommerpause am 30. Juni ins Restaurant Element in Langenthal. Wir degustieren St. Leonards Quelle und verwöhnen Ihr Gehör mit Musik aus den Naturschallwandlern. Ich freue mich auf Sie. Wer wir sind und wo wir herkommen, ist heute unser Thema in unserem Time to Do Extra mit Alexa Hubler-Rieder und Martin Zoller. Zwei Menschen, von denen man mittlerweile weiß, dass sie mediale Fähigkeiten haben und die nicht von schlechten Eltern sind. Und wir hatten eben vor der Pause das Thema Unternehmen. Jetzt gibt es noch ein viel, viel heftigeres Feld, wo es im Moment richtig rund geht. Ich sage das Wort Familie und noch ein paar Stichworte dazu. Kinder verhauen ihre Eltern. Wir haben vor ein paar Tagen wieder gelesen, ein Vater hat aus Erpresserei gegenüber seiner Frau, Ex-Frau, sein einjähriges Kind erstochen. Also es geht da auch heftig zu. Viele Jugendliche müssen heute irgendwelche Tabletten kriegen, dass sie anscheinend klar bei Verstand sind oder Kinder. Also alles läuft ein bisschen aus dem Ruder. Wenn jetzt so ein Familienoberhaupt, der klassische Monarch, kennst du den Spruch, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, sage ich, was hier abgeht. Die Mutter vielleicht so im Pendeln, guckt auch mal die eine oder andere Sendung an, wo vielleicht einer schon mal Karten legt oder pendelt. Und womöglich die Kinder ganz, ganz hoch spirituell, die mittlerweile erkannt haben, dass er nicht einfach der Fritz Meier sind, der hier jetzt in die Schule gehen muss, seinen Job machen, irgendwann Rente kriegt.
Was passiert da, was trifft da aufeinander, wenn jetzt die Mutter dich anruft und sagt, Mensch Martin, ich habe von dir gelesen und gehört. Wie reicht es dann, dass du ihr sagen kannst, ja, setzen Sie sich mal vor den Computer, ich helfe Ihnen. Wie kannst du dieser Mutter helfen, das doch gravierende Problem in den Griff zu kriegen? Ein fundamentales Thema und sehr wichtig und man könnte Stunden über das Thema sprechen. Ein Problem ist, oder eine der Schwierigkeiten, die ich in meinen täglichen Sitzungen sehe, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir Gott sei Dank auch die Freiheit haben, uns individuell zu entwickeln. Wir leben in einer kollektiven Gesellschaft, die sich im Moment stark öffnet, auch trotz vereinzelten Gegenwehren noch. Und dann ist es halt so, dass viele dieser Paare, die heute Schwierigkeiten haben, die haben sich vor 20, 25, 30 Jahren kennengelernt. Da war alles noch viel konservativer, noch verstockter als heute. Und durch die Zeit, durch die Entwicklung, fing der eine der zwei an, sich ein bisschen zu öffnen, neue Wege zu suchen und der andere kommt nicht mit. Voilà, da haben wir ein Problem. Wenn ich so mit Paaren oder mit Einzelnen arbeite, mit einem der Partnerschaft, dann sage ich ihnen immer, dass sie schauen sollen, dass sie wieder gemeinsame Visionen oder Ziele finden. Das heißt, wenn zum Beispiel die Frau sehr offen ist für Spiritualität und der Mann noch nicht, dann sage ich ihr, dass sie einen Kompromiss eingehen soll und ihren Mann, für den das alles zu neu ist, nicht gleich irgendwann welche Seminare mitlocken will und das Gefühl haben, nur so kann er jetzt Spiritualität lernen. Sondern dass sie vielleicht mal einen Zwischenweg sucht, vielleicht mal über die Kunst versucht, dem Mann das Thema Intuition näher zu bringen. Also es gibt auch viele verschiedene Hintertürchen, wie man Menschen wieder näher bringen kann. Und dann das Thema Kinder, auch ganz wichtig. Wir wissen ja, es gibt sehr viele Indigo-Kinder, es gibt Kristallkinder etc. Es kommen immer mehr menschliche Wesen, werden geboren mit einem sehr hohen, überdurchschnittlichen Talent an Intuition. Jetzt haben wir Gott sei Dank schon eine jüngere Generation an Eltern, die vielleicht in den 70er, 80er, 90er Jahren des letzten Jahrtausends geboren wurden und, oder Jahrhundert und die schon offen sind für spirituelle Themen und die können solche Kinder natürlich auch besser begleiten. Schwierig und traurig ist es, wenn ein solches Kind in einer Familie geboren wird, in der es total unterdrückt wird, in der es gar keine Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln. Und ganz spannend, und ich mache diese Arbeit, die ich jetzt auch übe, schon über 20 Jahre, ganz spannend finde ich es, wenn zum Beispiel eine junge Mutter zu mir kommt oder ein junges Paar mit einem Kind, das vielleicht auch in den ersten Lebensjahren ist oder manchmal das Kind noch nicht mal geboren, aber die Mutter schon schwanger, und ich anhand der Aura sehe, was das Kind für Talente hat. Und das kann ich dann natürlich den Eltern vermitteln und diese können dann mit diesen Informationen arbeiten, um das Kind so zu unterstützen. Und andersrum, ein Kind, das ein begabtes oder ein talentiertes Kind ist ja eigentlich nichts anderes als ein Kind, das mit seinen Talenten und mit seiner Intuition bereits seit sehr jungen Jahren in Verbindung ist. Und da ist es wichtig, dass man solche Kinder unterstützt, begleitet und ihnen zeigt, wie sie das Talent auch fördern können. Und in meiner Erfahrung ist es dann so, wenn die Eltern ihren Kindern helfen, dass sie ihre Intuition entwickeln können, natürlich mit Disziplin, das gehört dazu, und die Partner sich respektieren. Ich sage ja nicht mal, es ist nicht nötig, dass beide offen sind jetzt für was wir spirituelle Themen nennen, aber es wäre doch wichtig, dass beide zumindest sich respektieren für das, was der andere macht. Jetzt ist es ja auch so, dass Menschen zu dir kommen, wo du während deinen Sitzungen, während deinen Beratungen auch spürst, Mensch, da liegt ja eine Fähigkeit drin, des Spürens, des Fühlens, vielleicht sogar des Sehens, der Intuition rauszubringen. Solche Menschen in deiner Erfahrung in den letzten Jahren, hat sich die Anzahl derer gehäuft, die wenn die irgendwann vor dir sitzen oder mit dir skypen, dass du sagen kannst, wow, da ist ja auch wieder einer, der es eigentlich selber kann. Und versuchst du die Menschen dann zu kitzeln und zu sagen, hallo, fang mal an, das und das zu machen.
gibst du den Menschen Tipps zur Entwicklung ihrer Spiritualität? Weil wir wissen ja, uns wird das eigentlich aberzogen. Schule ist keine Bildung, sage ich immer, das ist das Institut der Missbildung. Und Bildung würde bedeuten, ganzheitlich zu unterrichten, also auch geistig und seelische Fähigkeiten zu fördern und nicht nur das klassische Schulprogramm durchzuziehen. Wenn du das merkst, dass da jemand sitzt, der eigentlich den Kick zwar hat, aber ihn noch nicht entdeckt hat, was tust du dann? Genau, und spannend hier ist, dass das sehr viele Männer sind. Das habe ich vorhin schon gesagt, es werden immer mehr Männer offen für diese Themen. Und auf jeden Fall, wenn ich sehe, dass jemand ein, sagen wir es jetzt, starkes drittes Auge hat oder sehr starke Energien in seinen Händen oder spirituell intuitive Talente können auch in der Kunst liegen, dass jemand zum Beispiel ein ausgesprochen starkes Talent für Kunst hat, dann sage ich das den Menschen und rege sie dazu an, dieses Talent zu entwickeln, das zu fördern. Jetzt geht es natürlich nicht darum, dass jeder von diesen Menschen auch seinen Beruf, den er ausübt, fallen lassen muss und Künstler oder medialer Berater wird. Aber es geht schon darum, den Menschen zu zeigen, dass sie eine Intuition haben und dass diese Intuition benutzt werden kann, um sich und anderen zu helfen. Und da ist es natürlich spannend, wenn ich dann jemandem sagen kann, schau mal, dein drittes Auge ist sehr entwickelt. Und wir hatten vorhin das Thema Geschäftsbereich auch. Und gerade dann, wenn man zum Beispiel einem Geschäftsmann, einem Inhaber, Geschäftsinhaber oder einem Angestellten sagen kann, schau mal, deine Intuition ist sehr stark, du bist sehr sensitiv, aber es geht jetzt nicht darum, dass du das alles fallen lässt, sondern im Gegenteil, versuche dieses Bewusstsein in deinen beruflichen Alltag zu integrieren. Ganz wichtiger Satz, das ist es ja. Ich meine, wenn jetzt jeder medialer Berater macht, wer baut dann noch E-Werke und wer macht dann noch Straßen und wer baut noch Autos und so und andere Dinge. Wir können ja auch unsere Fähigkeiten in dem Beruf nutzen, in dem wir dann stehen. Entscheidend ist ja nur, dass jemand wie du oder wie du kommt und uns zeigt, dass wir es haben und uns anfängt, vielleicht ein bisschen zu unterrichten, wie wir damit umgehen können. Ich meine, wie gesagt, in unseren beiden Fragen zur heutigen Sendung, wo kommen wir her, wer sind wir, geht es ja erstmal darum, wie gesagt, fallen wir vom Himmel und bringt uns der Klapperschläuch durch. Ich glaube, das haben wir jetzt soweit erörtert, dass das nicht so ist. Du hast vorhin was gesagt, wenn ein sehr spirituelles Kind in einer Familie kommt, wo der Dominator noch herrscht und so, dass es dann vielleicht ein Problem ist, aber vielleicht hat es die Seele ja genau die Aufgabe sich genommen zu sagen, und den Felsbrock, den erwecke ich jetzt mit meiner Art und Weise und so weiter. Und der zweite Punkt, wo es mir darum geht, in dieser ganzen Thema dieser Fähigkeiten ist, wie gehst du damit um, wenn jetzt jemand zu dir kommt, der vielleicht ein ganz weltliches Problem hat, weil er sagt, du, mir kriselt es in meiner Beziehung oder in meinem Beruf, stimmt irgendwas nicht. Erstens, spürst du, wenn jemand vor dir sitzt und der hat, wie der Martin zum Beispiel jetzt sagte, ein irres drittes Auge oder was weiß ich, sage jetzt mal heiße Hände, also heilende Hände. Oder es gibt ja tausende Dinge und Fähigkeiten, die Menschen entwickeln können und Talente, die wir haben. Spürst du das, ja, wenn das so einer ist? Ganz klar. Also das ist einfach die Energie, die ich spüre. Ich, so wie du zum Beispiel unterscheiden kannst, das ist ein Asiate, das ist ein Indianer oder was auch immer. Für mich ist das so klar. Das heißt, ich spreche das im gegebenen Moment an. Also das heißt, ich bleibe bei seiner Thematik, weil sonst überfordert man die Leute auch, wenn man das im falschen Moment antippt. Mhm. Und dann wirst du ihm aber im Gespräch auch sagen... Ganz klar. Pass mal auf, mein Freund, wenn du kannst eigentlich durch die Wände gucken, du musst dich nur anstrengen. Also bei mir sieht das dann so aus, wenn ich jemanden vor mir habe oder sagen wir mal nur den Namen von jemandem, dann weiß ich, ob er besser zu Kindern, zu Erwachsenen oder zu alten Leuten passt. Ich weiß, welcher Part von seinem Körper der aktivste, also der spirituellste ist, weil medial sind wir alle. Der Punkt ist, der kleine feine Unterschied, wie Martin und ich ihn haben, der ist halt eben fein, aber der ist eben explizit speziell. Und das heißt, so wie wir die Aufgabe haben, die Leute in eine Richtung zu erwecken, hat vielleicht ein Kind, das in eine Familie geboren wird, die Aufgabe, die Familie zu erwecken. Und deshalb wird es ja da hineingeboren. Und der Punkt ist, man sollte die Kinder bewahren in dem Sinne, weil sie eben noch nicht zugeschüttet sind mit dem ganzen Klimbim. Und von denen lernen. Also das heißt, ein Dominator ist für mich kein Dominator,
wenn er nicht begriffen hat, dass Hierarchie, das ist mir auch ein sehr wichtiges Anliegen, Hierarchie ist keine Treppe nach oben oder nach unten. Das ist, wenn schon, wenn man linear denkt, also oberflächlich eine Kette. Wenn man aber kapiert hat, was Hierarchie ist, dann ist es das, was diese Welt offen hält und bereit hält für uns, nämlich ein komplett funktionierendes, harmonisches, ineinanderfließendes, nahtloses Netz, das immer in Bewegung ist. Es ist nie Stillstand. Das war ein geiles Statement jetzt, oder? Das war ein richtig geiles Statement. Und liebe Zuschauer, was die Alexa gerade gesagt hat, war natürlich auch für mich interessant zu beobachten. Als sich Martin und Alexa kennengelernt haben, haben die fast sich in ihrer Sprache unterhalten und über Dinge gesprochen, wo ich immer gesagt habe, was machen die da, was reden die da? Es ist schon interessant zu sehen, wenn Menschen, deren medialen Fähigkeiten erkannt und ausgeprägt sind, und wie gesagt, der Martin hat es vorhin gesagt, über 20 Jahre, auch die Alexa schon Jahre, arbeiten damit. Und es ist natürlich für Sie zu Hause immer schwierig zu sagen, ja, jetzt lese ich da in der Zeitung über den und da sitzt der Hellseher und hier sitzt der Glaskugelgucker oder Kartenleger. Jetzt fragen wir die beiden einfach mal, mit welchen Werkzeugen Sie arbeiten, um mal dahinter zu kommen, was Sie eigentlich so genau, wo das dann so herkommt. Ihr habt es gehört, hast du eine Glaskugel, hast du ein Pendel, Karten, mit was arbeitet ihr denn? Also ich habe ja eine große schwarze Glaskugel. Im Keller ist mein Brenner, oder so? In einer Wodkaflasche, die gucke ich. Nee, ich analysiere die Aura der Personen. Die Aura ist ein Energiefeld, das haben wir in uns, das haben wir um uns, das ist unser Seelenbild. Die Aura kann man auch spüren, das kann auch, da kann auch jeder zum Beispiel, wenn er die Augen zumacht und sich auf sich selbst konzentriert, in sich hineintaucht, spürt man diese Aura. Man kann sie sogar sehen, oft in Form von Farben oder Bilder oder einem Kribbeln, das man in und um sich wahrnimmt. Das können die Zuschauer auch gerne bei sich zu Hause probieren, jetzt oder später. Ich lese diese Aura und anhand dieser Farben, die ich sehe, sehe ich, woher eine Person kommt oder wohin sie geht. Vertiefe ich mich in diesen Farben, tauchen Bilder auf. Diese Bilder können Situationen zur Vergangenheit oder Zukunft sein. Und dann arbeite ich auch mit Auren von Objekten oder von Projekten. Das heißt, wenn es zum Beispiel um einen Ort geht, dann sei es ein Unternehmen oder ein Familien, ein Haus, dann kann ich dort die Aura sehen und erkenne, wie es zwischen den einzelnen Mitgliedern, Familienmitgliedern oder Mitarbeitern geht, oder auch eine Projektaura. Das heißt, wenn wir Ideen in etwas projizieren, ein Konzept, eine Idee, dann bekommt dieses Projekt eine Aura. Und diese Aura, die kann ich auch sehen, und da gebe ich dann Hinweise, ob das Projekt eher gut geht oder weniger gut geht oder was man machen kann, um Hindernisse zu beheben. Also mein Hauptinstrument, wenn man es so nennen möchte, ist die Aura. Mhm. Wie ist es bei dir, Alexa? Wenn ich zu dir komme, hast du dann so schummriges Licht und Auerglaskugel? Oh, sehe. Ja klar, tonweise. Oder eine Wodkaflasche? Ja, immer dabei. Wie machst du das? Also der Punkt ist das. Ich fühle mich mehr als Werkzeug, als dass ich ein Werkzeug brauche oder so. Ich brauche gar nichts, weil ich bin verbunden. Das heißt, die Sachen, die zu mir kommen, das ist das, was ich weitergebe. Das ist mein Wissen zum Beispiel. Oder alles, was ich weitergebe, gebe ich dem, der mich fragen kommt. Und das heißt, kommt mich jemand nicht fragen, gebe ich auch nicht weiter. Und der Punkt ist, ich werde, wenn du so willst, dass man es versteht, was ich meine, geführt. Und geführt werde ich nonstop, weil ich andauernd mit allem verbunden bin. Ob das Menschen sind, Gegenstände oder die Natur selber, was auch immer. Es ist dieses Netz, in dem ich lebe. Und diese Verbundenheit bringt mir die Informationen automatisch. Also wenn du vor mir sitzt, sprichst du schon mit mir, du brauchst deinen Mund gar nicht zu öffnen. Das ist die nonverbale Sprache, die ich klar und deutlich zum Beispiel hören kann. Ich kann dich klar und deutlich fühlen, ich kann dich klar und deutlich sehen oder riechen, schmecken, alle meine Sinne, weil ich habe nicht mehr Sinne als alle anderen auch. Ich
ich bin nichts anderes als ein Mensch, aber diese sind halt sehr hellwach. Und der Punkt ist, ich bekomme laufende Informationen und manchmal darf ich sie auch weitergeben. Und das ist das Ziel von mir. Jetzt habe ich da ein Erlebnis, was ich den Zuschauern kurz erzählen will. Wir sind vor nicht allzu langer Zeit zusammen im Auto gefahren. Und Autofahren ist für mich die Situation, wo ich am besten nachdenken kann, weil ich kann nur dann gut klar denken, wenn ich unter Strom stehe. Also wenn ich jetzt am Strand rumliege, dann denke ich vielleicht, ob ich jetzt gleich mal tauchen gehe oder so. Aber wenn ich mich konzentriere aufs Autofahren, läuft da hinten die Maschine. Und plötzlich sagte die Alexa, während wir da gefahren sind, du denkst da in die falsche Richtung, hat dann das Thema angesprochen und hat gesagt, betrachte es doch einmal von dieser Seite. Und da habe ich ihr geantwortet, wie kannst du das jetzt sagen? Und da hast du wörtlich gesagt, ich kann deine Gedanken hören. Ja. Aber es war Voraussetzung, dass ich offen bin. Also, dass ich nicht mich verschließe und sage, ich will nichts, alle weg von mir. Ja. Sondern ich habe ja keinen Grund gehabt, mich zu verschließen, sondern habe ganz offen über das, über irgendwas reflektiert und nachgedacht. Ja. Geht es dir öfter so, wenn du, ich sage jetzt mal, in der Straßenbahn fährst oder in der Bahn fährst oder in der U-Bahn oder was weiß ich ja, wo? Ja, klar, das ist total spannend. Aber der Punkt ist, ich würde das niemals oder ich werde das auch niemals ausnutzen oder missbrauchen. Das heißt, ich kann sehr gut nicht hören. Aktiv, wenn du verstehst. Ah, das kenne ich von einem Freund, der Naturmediziner ist und die Antlitzanalyse beherrscht. Mhm. Der sagt, ich gucke denen manchmal gar nicht ins Gesicht, weil ich will es gar nicht sehen. Wie ist es bei dir, wenn du im Supermarkt bist? Bei mir fließt, also ich sehe auch konstant und das ist ähnlich wie bei dir auch. Es ist ein Sehen, aber auch ein Fühlen, ein Spüren. Normalerweise wenn ich an Orten bin mit vielen Menschen, dann mache ich etwas zu, weil sonst überschwemmt einem das oder es überschwemmt mich emotional, es überschwemmt mich mit Informationen und dann fühle ich mich auch relativ schnell sehr müde. Das heißt, vermeide ich es, an Orte zu gehen, in denen ich weiß, dass zu schwierige oder zu viele Energien sind, die ich nicht handhaben kann. Und wenn ich zum Beispiel eben einkaufen gehe oder sonst irgendwohin, was viele Leute hat, dann mache ich ein bisschen zu, obwohl es natürlich immer flackert. Energien, Auren sind immer hier und dann passiert es natürlich schon, dass bei speziellen Personen plötzlich ein Bild auftaucht und wenn ich spüre, dass da was ist, dann schaue ich hin und es kann dann sogar auch vorkommen, dass ich dann auch auf eine Person zugehe, auch wenn ich sie nicht kenne und einfach frage, ob ich etwas mitteilen darf. Wenn die Person ja sagt, dann teile ich es weiter und interessanterweise sind sehr viele Leute dann auch offen. Aber es gibt auch ganz klar Momente, da mache ich dann mein drittes Auge zu und dann will ich gar nichts wissen und distanziere mich dann absichtlich. Und es gibt natürlich immer diese Situationen, man ist irgendwo an einem gesellschaftlichen Anlass, das kennst du sicher, auch ein Abendessen oder sowas, und dann erzählt man, was man macht und dann sagen alle, ach so, was kannst du dann in meiner Aura sehen? Dann sage ich einfach, schau mal, wenn ich jetzt ein Zahnarzt wäre, würdest du mich dann bitten, dir in den Mund zu gucken? Gute Antwort, sehr gute Antwort. Ja. Oder ich sage dann, schau auf mein drittes Auge, hier steht out of office. Bürozeiten geschlossen. Also ich kann ich auch gut verstehen, man hat ja auch einen Phasenpunkt. Wie ist denn bei euch mit Entspannung? Ich meine, wenn das so, kannst du oder du so zumachen, dass du wirklich sagen kannst, ja, out of office, klack, jetzt bin ich nur noch Martin Zoller oder jetzt bin ich nur noch Alexa Hubler-Rieder und nicht mehr medialer Träger von Informationen? Ja, also dieser Träger, der bin ich natürlich immer und es ist ein Teil von mir, also ganz trennen kann ich es nicht. Aber ich kann es doch so zurück in mir behalten, dass ich es kontrollieren kann, in Anführungszeichen. Und für mich entspannen ist, ich bin sehr viel in der Natur, also du hast Tauchen gesagt, ich tauche auch sehr gerne, ich lese viele Bücher. Für mich ist das Entspannen, also dann halt eben nicht unter Menschen zu sein, sondern in der Natur etwas Kreatives, etwas Schönes machen, wo dann halt eben keine Auras sind und keine anderen Menschen, die dann irgendwas ausstrahlen. Was siehst du in meiner Aura? Genau, oder das. Und wenn dann halt auch plötzlich ein Geist auftaucht und irgendwas will, dann sage ich auch dem, tut mir leid, komm morgen wieder. Meld dich an. Genau, meld dich an, komm morgen wieder.
Wie ist es bei dir, Alexa, diese ganze Thematik des Entspannens und Ausspannens? Und geht es dir ähnlich wie dem Martin, wenn du in Menschenmassen bist, dass du plötzlich Dinge wahrnimmst oder so, wo du sagen kannst, Mensch, dem sollte ich jetzt vielleicht was sagen, wenn ich ja, das darf oder so? Ja, nonstop habe ich das. Aber ich habe von meiner Erfahrung gelernt bekommen, dass ich das tunlichst unterlassen muss, weil das kann arg ins Auge gehen. Das heißt, ich kann schon jemanden so einkalkulieren, dass ich weiß, er trägt das oder er braucht es jetzt. Und wenn ich es kann, dann ist es mehr durch, das ist jetzt schwierig zu erklären, dann gehe ich nicht hin und sage mal, schau, wenn du jetzt 3 Schritte weiter gehst, wirst du auf der 10. Treppe stolpern, weil du hier eine Energie aufbaust, die dich da unten fällt. Dann mache ich irgendetwas, dass er die 3 Schritte eben nicht machen kann. Also das heißt, auch wenn ich hingehe und zu ihm sage, wo sind hier irgendwas, dass er abgelenkt ist. Haben wir uns nicht schon mal gesehen irgendwo? Ja, so genau. Und dann ist er vielleicht abgelenkt, dass irgendwas nicht bei ihm in die falsche Richtung geht. Das habe ich in meinem Leben so versucht zu integrieren, um definitiv zu helfen. Aber Leute ansprechen, das habe ich gelernt, das lasse ich. Also ja, aber beides finde ich jetzt coole Lösungen. Ich meine, gut, du bist auch Mann, ist auch, wenn er zur Frau zu dir herkäme und sagt, Entschuldigung, darf ich immer was sagen? Ja, ist natürlich so ein bisschen ein anderer Level. Du als Mann natürlich und du hast einen hohen Bekanntheitsgrad, das wissen wir, man kennt dich ja, wie gesagt, Bolivien, in arabischen Ländern, ich glaube sogar in England kennen sie dich, habe ich vor kurzem irgendwo gelesen. Also schon sehr bekannt, deine Fähigkeiten sprechen sich rum. Du bist mehr im, wie gesagt, die Schweizer sind immer bescheiden, das ist immer mehr in der Schweiz tätig und so. Aber auch, wie gesagt, auch in Deutschland und in Österreich. Und natürlich, wenn eine Frau jetzt auf mich zukommen wird und sagt, Entschuldigung, darf ich Ihnen mal was sagen? Du wirst sagen, du immer. Und dann ist das natürlich der coolere Weg, also sich da eine Lösung zu suchen, den Gegenüber da ein bisschen zu bremsen, vielleicht vor irgendwas oder auf irgendwas hinzuweisen. Ganz schnell noch an beide so eine Frage, wie geht ihr denn um mit schrecklichen Dingen, die ihr seht? Vielleicht ich sage jetzt mal ein ganz dummes Beispiel, vor dir steht jemand und du plötzlich kriegst du da einen Gong und weißt, das ist ein ganz böser Bube, der will jetzt ganz böse Dinge machen, ich möchte da nicht spezifizieren, sondern auf jeden Fall ein ganz, ganz böser Bube. Wie geht man damit um? Also was ich mache, ist, mein Ziel ist, ich sehe nicht die schlechte Energie, die er aufgebaut hat, aus welchem Grunde auch immer, sondern ich benutze meine nonverbale Sprache, das heißt, ich kommuniziere mit ihm per Energie und gebe ihm das Päckchen Energie mit, das ich an seine Menschlichkeit appelliere. Also das heißt, mich interessiert sein positiver Kern und den hat jeder. Und an das knüpfe ich an. Und das Negative, da bin ich realistisch genug zu erkennen, dass man das unter Umständen gar nicht lösen kann auf dieser Welt. Tolles Schlusswort von dir. Wie siehst du das? Es kommt natürlich auf die Situation an, wenn es sich um eine Person handelt und ich erkenne, wo die Probleme oder der negative Aspekt ist und es ist zum Beispiel ein Kunde von mir oder ich habe das Vertrauen, mit der Person zu sprechen, dann helfe ich natürlich der Person oder ich versuche, Alternativen aufzuzeigen und interessanterweise spüren auch sogenannte negative Menschen oft sehr viel mehr in sich, als sie nach außen hin zeigen, weil bös von Natur ist keiner. Das passiert meistens durch Verletzungen, durch Enttäuschungen, dass jemand böse reagiert und wenn man dann auf an die Seele appelliert, auch verbal, dann öffnen sich sehr viele Menschen von sich aus auch und vertrauen. Und wenn es sich um eine Situation handelt, von der ich sehe, dass sie negativ ist, dann versuche ich zu sehen, wieso, ob etwas gemacht werden kann, um sie ein bisschen abzuschwächen oder vielleicht sogar ganz zu transformieren, dass sie nicht negativ ist. Und dann manchmal halt gehört diese negative Situation auch zum Lernprozess des Menschen, des Individuums oder einer ganzen Gesellschaft. Schon rasen wir auf das Ende zu. Danke für die erste tolle Sendung. Ich hoffe, unsere Zuschauer haben genauso so viel Informationen bekommen. Wir wollen das ja fortsetzen, noch mehr diese Thematiken. Alles, alles Gute euch beiden. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Danke ebenfalls, war sehr schön. Liebe Zuschauer, ich möchte noch mal erinnern, 30. am Sonntag unser letzter vegetarisch-veganer Brunch mit großem Tohuwabohu, Vernissage, Trommeln, Naturschallwandler, viele interessante Gäste und natürlich ein ganz hervorragendes und tolles Essen.
Was, und selbstverständlich bin ich auch da, das ist schon mal die Frage, natürlich bin ich da. Und jetzt freuen Sie sich im Anschluss, mein Kollege Giuseppe Catalano, heute mit dem Thema Fight Night, also für die Herren, die doch mal in den Ring steigen wollen, haben Sie heute die Gelegenheit, sich das einmal anzuschauen, wie so etwas geht, bei OneXTV gleich im Anhang. Ihnen wünsche ich noch einen wunderbaren Abend und eine tolle Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Ja, dann haben wir die erste Sendung geschafft. Schön. War gut. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berlin.